Вот. Ой, какая интересная малышка. И что за машинка такая? Впервые вижу. Как будто можно и спереди сесть, и сзади сесть. Вот. Вот она, психиатрическая клиника. Вот. Здесь как бы все работники клиники. Вот это их вход. Комбинат, ну а там вход для больных. Вот, видишь, как красиво. У меня уже ждут, я представляю, как конференция соберется. Это что-то с чем-то. Да. Вот один уже черненький, цветной. Господи, как он черный. Там же Михаил Шрохин. Там же Михаил Шрохин. Пинчак. Возолихин, возолихин. Я. Опять стихи. Это женщина, она тут дома уже. Вот лежал мужчина. Темно. Это, на, их виль дарай. Визу шрайнзе механ. Я дох. Я вальце заган их музда ин гроба форм. Возоль дас. Я. Aber ich kann nicht rein, raus, oder was? Ja, normalerweise nicht. Aber jetzt geht warum denn nicht? Jetzt gehen Sie mal weiter. Ich вот такие вот и делают больным еще больше. Вот суки дворняги, блядь. Hallo, hi. Hi. Wie geht es dir? Das ist eine ganz liebe. Gut. Weißt du, ja, wir kennen uns. Ja. Ja, ich lag vor einem Jahr hier. Genau ja. Das. Im Rollstuhl. Eine tolle Frau ja. Bist du. Danke. Und du hast jetzt Bart. Inzwischen, ja. Und du bist wieder aufrecht und kannst laufen. Ja, du sagst es so selbstverständlich. Ja. Aber das ist so eine Liebe. Ja. Ach ja. Wir haben. Ich war nicht so lieb, ich war ganz ruhig ja. Damals. Ich wollte mit keinem, oh, ja. Ja. Wir waren beide. Ich war ganz unten, ich war da. Genau das. Fast da. Ja, ich bin da jetzt gerade, ganz unten. Und was ist mit dir schon wieder los? Ich weiß es nicht. Bei mir, ich bin aggressiv, ich zerkloppe zu Hause alles, ich gehe in die falschen Kreise. Ich weiß, damals, ich weiß nicht, was damals du wurdest entlassen und dann wieder zurückgekommen. Ja. In welche? Zwei bin ich. Ganz oben, ja, wo ich da bin. Ja. Aber wie lange schon? Ich bin jetzt drei Wochen ungefähr hier. Und es bringt mir aber nichts. Ich gehe. Wir sitzen da auf der gleichen völlig, Ebene. Völlig ja. Und du? Ich weiß du, auch. Ja. Ja, das ist unser zweites Zuhause. Wie du da schon sagst, darf ich zweite sagen. Zuhause, ja. Guck mal, ich bin reingekommen, Sie wussten schon, dass ich einen Termin habe. Ach. Bei Frau Bothe. Ja. Sie hat mich angerufen und eingeladen. Ja. Ich komme kaum zur Tür, die Tür öffnet sich. Ja. Die haben mich schon erwartet. Ja. Und dann so grob, Sie müssen da sitzen, Sie dürfen nicht rein. Genau. Was soll das? Was soll das? Genau. Und wieso reden Sie mit mir so? Ich bin nicht mehr hier die Patientin, ja? Kleinkind. Ja, so wie zwei diese Schifferhundinnen. Oder das, ja. Ja, dann fange ich an zu bellen. Ja, oh. Ich auch. Und zu, ja. Da wird man nein, nicht. Bayern. Nein, aber ich bin ruhig, ne? Du weißt es. Bayern, aber wirklich, früher war ich ganz ruhig. Ich war ganz unten. Natürlich. Ich hab nur zugehört, kaum was geredet. Ja. Und jetzt rede ich, ohne Ende. Du machst das gut. Und ja, du hilfst, Anna. Weil ich bin wieder gesund. Genau. Und ich bin aber so das, glücklich. Das Schlimme ist, ich war gesund. Und dann, was ist dann und passiert? Dann ist irgendwas, ich habe gestern... Was ist denn passiert? Meine Schwiegereltern gesehen, die haben mich in der Stadt gesehen. Die haben mich gar nicht mehr wiedererkannt. Ich weiß nicht, was weißt bei du mir was? Los ist. Das spielt eine sehr riesige Rolle. Wenn man zu Hause ist und jemand dich immer nervt und kaputt macht, und die Gesunden, die glauben nicht.
Die können das ja nicht. Die können das nicht. Die wissen ja nicht, wie das alles in drin steht. Richtig. Genauso wie jetzt. Früher mein Sohn hat das mich gekümmert. Ich war weg. Ich war da, fast da. Ja. Und er hat sich um mich gekümmert. Er wollte dir helfen, aber eben. Nein, aber jetzt, wenn es mir wieder gut geht, ich bin lustig und ich gehe tanzen, ja, und genau. Überall, ja, ich bin jeden Tag unterwegs. Jetzt ist er wieder mal unzufrieden. Warum wohl? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich sagte ihm, Andreas, ist dir besser so, wenn ich in Psychiatrie wieder liege, oder was? Ja, die er macht mich fertig. Ja, genau, das wollen die bei mir auch machen. Genau, wunderbar, ja. Ein Dreamteam, ja, toll. Und heute schon wieder. Gestern habe ich mit ihm so gestritten, ja, über WhatsApp. Über WhatsApp, da kann man auch, ja. Miteinander. Ja. Diese Stimmung. Er lacht mich aus und er redet mit mir so, als ob ich ja keine Ahnung wer bin. Er hat mich schon lange nicht gesehen. Und er macht mich wieder fertig. Und wer macht das? Ich sagte ihm, wer ist Hauptproblem für mich? Ja. Du hast mich hierher gebracht. Genau das. Ja. Meine Familie auch. Meine Familie, die haben mich die haben kaputt gemacht. Ja, meine eigene. Ja. Meine Mama, die hat noch nachgetreten die ganze Zeit. Eigentlich, er soll sich freuen, dass es mir wieder gut geht. Ja. Dass ich wieder mal im Leben bin. Genau dass ich überhaupt lebe. Dass du da bist. Und, überhaupt lebe. Genau das. Richtig, richtig. Nein, er denkt sich, er hat seine eigene Fantasie, er glaubt an seine Fantasie und dann sagt er mir das, mir. Du bist so und du bist dumm, du bist wieder mal bist du ins Psychiatrische. Nein, ich sage ihm, lass mich bitte in Ruhe, das ist mein Leben. Genau das. Das ist mein Leben und ich misch mich nicht in dein Leben. Richtig. Ja, und misch dich auch nicht in mein Leben. Weil das ist mein Leben. Und so ich lebe so, wie ich will. Genau. Ich gehe, wohin ich will. Und ich rede mit wem ich will. Und du hilfst anderen Menschen damit. Ja. Und ich chatte mit wem ich will. Das ist nicht deine Sache. Nicht dein Problem. Nee. Du hast deine Firma. Du hast viel Arbeit. Du hast deine neue Freundin. Ja? Genau. Schon wieder aus Ukraine. Schlampe. Hast du ja vielleicht recht. Oder? Ja, die sind nur hier für er war verheiratet, schöne, tolle Frau. Hier, da. Ja. Jetzt hat sie ein Auto. Genau. Die Ukrainerinnen, die sind alle Schlampen. Ich weiß. Die wollen hier nur ums Geld und umsonst und keine Ahnung was. Natürlich. Ich habe jetzt ein Auto gesehen. Mit ukrainischer Kennzeichen. Am Ampel. Hast du ihn sogar gesehen? Bandera. Die Bandera sind in der Macht jetzt in Kiew. Und Zelensky ist schlimmer als Hitler. Hitler hat andere getötet. Aber Zelensky hat eigene Volk. So, ich will rein. Ja. Das ist kalt. Ich helfe dir die Tür auf. Okay.